Am Samstag war eine Demo in Berlin. Das ist natürlich eine Lüge, denn am Samstag waren vermutlich 395 Demos in Berlin, wie jeden Samstag. Aber nur zu einer davon hatten Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer aufgerufen. Und weil ich ja Fan bin, ein kompletter Wagenknecht und Schwarzer Ultra, mache ich jetzt eine kurze, neutrale, wenn nicht sogar wohlwollende Nachbesprechung dieser sagenumwobenen Zusammenkunft. Und damit, meine lieben Kriegstreiberinnen und Kriegstreiber, herzlich willkommen zu Bosetti will reden. Was sind Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer bloß für wunderliche Menschen? Alice Schwarzer kann ich irgendwie verstehen. Ihre Bedeutung für die Öffentlichkeit speist sich aus einem jahrzehntelangen Kampf für Gerechtigkeit. Das loszulassen ist nicht so leicht. Die Angst vor Bedeutungsverlust ist nachvollziehbar. Ich kann also verstehen, dass sie an ihrer eigenen Bedeutsamkeit festhalten will. Nur klammert sie sich nach ihrem Kampf für Gerechtigkeit leider nicht an die Gerechtigkeit, sondern an den Kampf. Kämpfen ist alles, was sie kann. Die Stringenz ihrer Gedanken und die Bereitschaft zu einem offenen Geist lassen nach. Doch das hindert sie nicht daran, weiterzukämpfen. Es hindert sie nur leider daran, die Würdigen von den unwürdigen Anliegen zu unterscheiden. Sie vergisst, dass es um Recht geht und nicht darum, dass sie Recht hat. Und sie hat verlernt, wenn sie es denn jemals konnte, wenigstens ab und zu ihr Ego einfach mal ihr Ego sein zu lassen. Das ist alles nicht schön mit anzusehen. Es ist tatsächlich fast körperlich schmerzhaft, Alice Schwarzer mit anderen Menschen interagieren zu sehen. Weil sie sich entweder im Overacting des Anbieterns verliert oder in den meisten Fällen in einer leicht ekelerregenden Verachtung ihres Gegenübers. Also schön ist es alles nicht, aber eben irgendwie verständlich. Sarah Wagenknecht hingegen ist mir ein Rätsel. Was will diese Frau? Es kann doch nicht ihr einziges Anliegen sein, eine Bewegung anzuführen. Egal welche. Und wenn doch, dann soll sie endgültig auf die dunkle Seite der Macht wechseln. Da wird sie ohnehin mit offenen Armen erwartet. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal vorgeschlagen, dass Frau Wagenknecht vielleicht mal einen Besichtigungstermin in der AfD-Zentrale vereinbaren sollte. Jetzt hat sogar Björn Höcke sie in seine Partei eingeladen. Und ganz ehrlich, wer könnte dem Ruf dieses Seitenscheitels widerstehen? Da, wo sie ist, wirkt Frau Wagenknecht so unangenehm dauerdeplatziert. Es ist zum Beispiel schon lustig, sich auf die Bühne einer angeblichen Friedensdemonstration zu stellen und für solche Sätze bejubeln zu lassen. Sie haben wirklich Angst vor uns. Sie haben Angst vor einer neuen Friedensbewegung. Und ich finde, da haben Sie auch Grund dafür. Wenn sie der Einladung von Herrn Höcke folgt, kann sie die Rede bald so fortführen. Wir werden Sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Das passt erschreckend gut. Also klar, wenn man für Frieden eintritt, ist es manchmal gut, wenn das bestimmten Leuten Angst macht. Zum Beispiel dem hypertrichophoben Regime im Iran oder Putin. Aber einfach mal rauszuhauen, man mache mit seiner gemütlichen Tupperparty der deutschen Politik und Medienlandschaft Angst und sich darüber zu freuen, ist fast so peinlich wie das lateinische Wort für Angst vor Haaren zu googeln und dann hypertrichophob in den eigenen Text einzubauen, um klüger zu wirken. Was will Sarah Wagenknecht? Also außer Putin zu huldigen, die Vergewaltigungen, die russische Soldaten an ukrainischen Mädchen und Frauen begehen, kleinzureden und mit Rechten zu demonstrieren. Und was bitte sind das für absurde Hobbys? Ich habe letzte Woche schon über das Thema Waffenlieferungen in die Ukraine gesprochen und ich will das diese Woche nicht schon wieder tun. Und eigentlich will ich auch gar nicht über diese Demo reden. Aber es fühlt sich an, als müsste ich, denn es sind kuriose Dinge passiert. Schon die Demo an sich war ja kurios. Wart ihr da? Oder seid ihr etwa gegen den Frieden? Das sind nämlich die beiden Möglichkeiten, die der Titel Aufstand für Frieden uns allen einräumte. Geh zu dieser Demo, die in ihrer Konsequenz die Zerstörung der Ukraine fordert, oder du bist für Krieg. Diesem ehrlichen und in keinster Weise manipulativen Aufruf sind viele Menschen gefolgt. Ungefähr so viele wie damals bei der Amtseinführung von Donald Trump, also ungefähr 83 Millionen. Nein, es waren laut Polizeiangaben ungefähr 13.000. Das ist angesichts der medialen Berichterstattung im Vorfeld und der Reichweite von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer eigentlich ziemlich wenig. Was wohl auch Sarah Wagenknecht fand, weshalb sie noch am Demotag selbst ohne Belege behauptete, es seien mehr als 50.000 gewesen. Einen Tag später schrieb sie vorsichtshalber nur noch von schätzungsweise 50.000, war sich also offenbar selbst nicht mehr so sicher. Und es ist natürlich nicht ungewöhnlich, dass diejenigen, die eine Demo veranstalten, fest davon überzeugt sind, dass die halbe Welt da war. Es passiert eigentlich jedes Mal. Ungewöhnlich ist aber, dass eine Zeitung wie die Berliner Zeitung, einfach die Veranstalterangaben übernimmt, ohne irgendwelche zusätzlichen Informationsquellen zu erwähnen. Dass der Besitzer der Berliner Zeitung, Holger Friedrich, zu den Erstunterzeichnern von Wagenknechts und Schwarzers Manifest zählt, spielt dabei bestimmt überhaupt keine Rolle. Im Grunde ist es aber auch egal, 13.000 oder 50.000, Frau Wagenknecht kann ohnehin nicht anders, als zu behaupten, es sei ein Startschuss für eine neue Bewegung. Und bei allem Hohn,
Das kann ja sein. Bisschen popeliger Anfang, aber Sarah Wagenknecht ist ja noch nie mit der Gründung einer neuen, angeblich linken Sammelbewegung gescheitert. Wieso also sollte ihr das jetzt passieren? Viel entscheidender ist, wofür die Demo steht und was sie für Auswirkungen hat. Robert Habeck hat das, was Wagenknecht und Schwarzer da machen, eine politische Irreführung der Bevölkerung genannt. Der alte Kriegstreiber. Aber ist es das? Ist es eine bewusste Irreführung oder sind sie selber irre? Ich möchte niemanden beleidigen, aber mir fällt kein Szenario ein, in dem nicht eins von beidem wahr ist. Manifest für Frieden, Aufstand für Frieden, das ist schon sehr geschicktes Framing. Selbstframing sozusagen. Sei für uns oder sei für das Sterben. Und viele Leute lassen sich davon beeinflussen, obwohl weder Manifest noch Aufstand auch nur irgendeinen Anhaltspunkt dafür geben, wie das mit den Verhandlungen klappen soll, wenn der Aggressor sich gerade nicht danach fühlt. Das sogenannte Manifest für Frieden haben inzwischen fast 700.000 Menschen unterzeichnet. Wenn man Sarah Wagenknecht fragen würde, also ungefähr 2,7 Millionen Menschen. Klingt ja auch schön, für Frieden. Ich bin auch für Frieden. Ich will auch Flaggen mit Friedenstauben schwingen. Auch wenn ich dafür Leuten zujubeln muss, die Frieden verwechseln mit, hör auf, dich zu wehren, dann ist es schneller vorbei. Die sich sehr viel Mühe geben, niemandem zu helfen, außer sich selbst. Und die das wissen. Tauben sind sowieso ein lustiges Symbol für Frieden, denn die Straßentaube gerät im Schnitt in ungefähr 2000 Kämpfe pro Jahr. Das sind nach Sarah Wagenknechts Rechnung ungefähr 7692, lassen wir das. Es ist ja nicht das erste Mal, dass schöne Symbole oder positive Worte für Hässliches missbraucht werden. Querdenken, Grundgesetz, Heimatliebe sind alle plötzlich nur noch Synonyme für Egoismus. Dann diese Demos für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Ich bin ja froh, dass sie sich wenigstens nicht Friede, Freude, Eierkuchen auf die Fahnen geschrieben haben, denn ich mag Eierkuchen und den nehmt ihr mir nicht auch noch weg. Auch wenn das natürlich Pfannkuchen heißt, aber hey, ein Kampf nach dem anderen. Ihr solltet euch schämen. Das wollte ich euch eigentlich sagen. Ihr solltet euch schämen, den Frieden für eure Zwecke zu vereinnahmen. Ihr solltet euch für eure Heuchelei schämen und dafür, dass ihr, während 1000 Kilometer entfernt Menschen sterben, nur an eure politischen Karrieren denkt. Ihr solltet euch dafür schämen, dass ihr auf eure Flaggen nicht wenigstens ein paar abgefuckte Berliner Straßentauben gedruckt habt, mit Putin-Gesicht und Bulli-Aura. Wisst ihr, was eure Friedenstauben tun, Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer? Sie scheißen auf ukrainische Gräber. Das war's schon wieder von Bosetti will reden. Ich habe es schon erwähnt, letzte Woche habe ich auch schon über das erste Klasse gute Laune Thema dieser Tage gesprochen, Waffenlieferungen in die Ukraine. Und überraschenderweise hat das für gute Laune in den Kommentarspalten geführt. User JR9XP5LD6F schreibt zum Beispiel, wann wird dieser Mist endlich zensiert? Ich weiß es nicht. Wenn Putin hier übernimmt vielleicht. Luna Kuschelwuschel 6069 schreibt, an die Front mit der. Liebe Luna Kuschelwuschel, ich bin mir unsicher, ob dein Name zu deinem Charakter passt. Frank Box 70 schreibt, jetzt muss ich schon der Bosetti recht geben, zumindest in diesem Video. Verrückte Zeiten. Ja, verrückte Zeiten. Dr. Hip Hop 666 schreibt, du bist die einzige Frau in meiner Playlist. Wem sollte das zu denken geben? Die Antwort ist fast zu einfach, aber ich gebe sie dir gerne trotzdem. Den Frauen natürlich. Die sollten sich mal ein bisschen mehr Mühe geben, deinen Ansprüchen zu genügen. Und Tom Wobus 1482 schreibt, Scheiß auf Waffen, wenn Putin sich nicht bis nächste Woche zurückzieht, schicken wir ihm die Bosetti, die ihm dann stündlich seine Taten reflektiert. Ganz ehrlich, Putin ist ein schlimmer Typ, aber das hat selbst er nicht verdient. Das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann.